Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde und solche, die es noch werden wollen, zu einem weiteren Dirt Rally 2.0 Video hier auf meinem Kanal. Wir sind in der Fahrzeugvorstellung endlich in der Klasse R5 angekommen. Ich hatte mich ja schon auf die letzte Klasse sehr gefreut, aber ich kann euch sagen, auf diese hier freue ich mich nicht unbedingt weniger, denn hier wird es wieder sehr interessant. Ihr seht schon, wir haben jetzt bei dem ersten Fahrzeug, dem Ford Fiesta R5, haben wir etwas weniger Leistung als in der Division davor. Ne? Wir lagen da immer so um die 300 PS oder fast eigentlich immer genau bei 300 PS. Wir haben jetzt hier 280, Gewicht auch fast gleich, aber die Motoren sind kleiner. Wir haben hier zum Beispiel einen 1,6er Turbo aufgeladen mit 4 Zylindern und auch nur 5 Gänge. Wobei, das hatten die anderen meistens in der Division davor auch. Aber was wir hier haben, ist ganz einfach das Ding, dass die R5-Klasse von Haus aus eine ganze Ecke aggressiver ist als die 2-Liter-Klasse. Das heißt, die Autos sind agiler, lassen sich viel direkter steuern und dementsprechend sind hier auch wieder ein paar sehr, sehr gute Drifts mit möglich, sobald es oder soweit es die Strecke natürlich hergibt. Ihr kennt die Strecke mittlerweile, müsstet ihr sie auswendig kennen. Und von daher würde ich sagen, naja, es wird ein langes Video. Wir haben 7 Autos in dieser Division und von daher würde ich sagen, wir labern nicht lange rum, sondern gehen direkt rein mit dem ersten Fahrzeug. Daten zu dem Fiesta habe ich eben schon gesagt, 280 PS, 1230 Kilo, 1,6er Maschine, 4 Zylinder mit einem sequentiellen 5-Gang-Getriebe. So, der Kamerad ist von 2017, ja, so viel sei noch gesagt an dieser Stelle, falls es irgendjemanden interessiert. Wir bleiben natürlich auf unserer altbewährten Strecke, dem Norimbi Ridge Descent, und schauen, was mit dem Fiesta R5 so geht. Wir haben übrigens 2 Fiesta in dieser Division, weil ja mit dem letzten Update ein neuer dazugekommen ist, der MK2, den alle bekommen haben, den alle Fahrer bekommen haben, die an der World Series teilgenommen haben. Und dafür muss man auch nicht komplett teilgenommen haben, sondern einfach nur einmal reingeschnuppert haben oder wenigstens eine Quali mitfahren. Ein Kumpel von mir hat das auch gemacht, nur um dieses Fahrzeug zu kriegen. Hat super funktioniert. Jetzt ist es dafür leider zu spät. Also wenn ihr ihn nicht bekommen habt, dann müsst ihr ihn, glaube ich, in einem DLC kaufen. Gut, wir fangen direkt an. Erstes Fahrzeug. Hacken wir es. 5, 4, 3, 2, 1, los. 60, 3 rechts, mach zu, 2 rechts. In 1 links. So, hier sehen wir schon, dass sie auch macht auf. Ziemlich schnell beschleunigen. 2 rechts, macht auf. Auch mit der Handbremse kann man hier sehr gut arbeiten. Was ich bei diesen Dingern extrem geil finde, ist, wie die sich im Begrenzer anhören. Das können wir uns gleich mal eben geben. Oh, jetzt haben wir es gar nicht geschafft im Begrenzer. Aber das schaffen wir gleich noch. Keine Panik. Dann schalten wir halt einmal ein bisschen später, dann geht das. Auf Kuppe in 4 links lang, macht zu 3. Macht auf über Kuppe. Da brauchen wir die Handbremse nicht. Links in vor rechts, Übersprung maybe 30. Ah, geiler Sound, oder? Gerade die Fords hören sich im Begrenzer sowas von biestig an. Ich mag das. In 3 links lang. So, und ich denke, man sieht schon, dass die von der Lenkung her eine ganze Ecke aggressiver eingestellt sind als die 2-Liter-Fahrzeuge. Ich fahre auch echt gern mit R5. Wobei ich zugeben muss, obwohl ich eigentlich der Marke Volkswagen nicht so zugetan bin, gefällt mir hier tatsächlich der Polo am besten in dieser Division. Zu dem kommen wir später noch. Und wir sind natürlich mal wieder nicht auf Rekordjagd, ihr wisst es mittlerweile. So, hier fahre ich jetzt wieder extra ein bisschen vorsichtig, weil ich keine Lust habe, das Auto kaputt zu machen. Weil die sind nämlich sehr hart befedert, die F5-Fahrzeuge.
Und das kann gerade hier auf dem holprigen Stück sehr schnell mal passieren, dass man hier die Kontrolle verliert. Von daher mache ich es hier einfach mal ein bisschen langsamer. Übersprung und Wellen. 2 rechts, macht zu. In 3 links, macht auf. Don't cut, durch Gatter. 50, voll mit. Ah, ich mag das. Ich mag die R5-Klasse wirklich sehr. Wegen dem Fahrverhalten. Ne? Die lassen sich so schön fahren. In 4 links, macht zu über Kuppe. Und das gepaart mit dieser äußerst direkten Lenkung. Wirklich sehr, sehr schön. Und das gilt auch für alle Fahrzeuge. Bis auf einen, nämlich der neue Fiesta, der MK2, mit dem gerade sämtliche Rekorde in diesem Spiel gebrochen werden. Ich kann diesen Hype nicht ganz nachvollziehen, denn ich fahre ihn nicht gern. Die Lenkung ist etwas indirekter, finde ich, als bei den anderen Fahrzeugen und er rutscht sehr viel. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, weil das erzähle ich euch dann wahrscheinlich nochmal, wenn es dann soweit ist und wir den fahren. Wow, 3.11. Gar nicht mal so schlecht. Ihr seht schon, dass es gar nicht so weit weg ist von den anderen Fahrzeugen aus der 2-Liter-Klasse. Da hatten wir, glaube ich, eine 3... Oh Gott, was war denn da unsere schnellste? Eine 3.12 oder eine 3.10? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ihr seht hier, ich bin mit diesem Fahrzeug, mit dem habe ich mich vorhin schon ein bisschen warm gefahren vorm Video. Eine 3.8 habe ich vorhin geschafft, aber da bin ich auch ein bisschen schneller gefahren. Da habe ich nicht ganz so viel Rücksicht aufs Material genommen. Naja, wie dem auch sei, jetzt habe ich die Wiederholung schon wieder so lange vorlaufen lassen, dass ich jetzt wieder ein ganzes Stück zurückspulen muss. Es tut mir leid. Das nervt halt echt immer ein bisschen. So. Okay, ihr kennt das Spiel mittlerweile. Ich blende mich aus, ihr zieht euch das Replay noch rein und wir sehen uns zum nächsten Fahrzeug wieder. Also, bis gleich.
da sind wir auch schon wieder zurück im Menü mit dem nächsten Fahrzeug. Wir haben als nächstes den Peugeot 208 R5 T16. Langer Name, cooler Name, wie ich finde. Zu den Daten muss ich eigentlich gar nicht so viel sagen, denn es hat sich im Vergleich zum Fiesta gar nicht so viel geändert. Ebenfalls 280 PS, 1230 Kilo, 1,6er Maschine, 4 Zylinder, sequenzielles 5-Gang-Getriebe. Es hat sich also eigentlich bis auf, ich glaube, 2 Kubikzentimeter Hubraum nichts geändert. Der Kollege hier ist von 2015 und wie der sich dann schlägt auf der Strecke, das schauen wir uns jetzt einmal an. So, und auch hier natürlich den Geist wie immer aus. Und das Fahrzeug wird nicht getuned, behalten wir einfach so bei. Wir gehen direkt wieder rein. Fahrzeug Nummer 2, Hackengas. Hört ihr diesen Sound, wie der sich anhört? Ist das geil? Bam, bam, bam. 5, 4, 3, 2, 1, los. 60, 3 rechts, mach zu, 2 rechts. In 1 links. Macht auf. In 2 rechts, macht auf. Bisschen längere Übersetzung als der Fiesta, würde ich behaupten. 6 links, in Folge. Fühlt sich auf jeden Fall so an. 30, 5 links über Kuppe. 30, senke in 5 rechts extra lang. Aber von der Lenkung her fast gleich. Macht auf. In voll rechts über Kuppe. In 6 links. In 5 rechts. Auf Kuppe. In 4 links lang. Macht zu. 3. Macht auf über Kuppe. 30. 5 links. In voll rechts. Übersprung maybe. 30. 6 rechts. In 5 links lang. Macht auf über Kuppe. In 4 rechts lang. Macht zu. Überkreuzung gerade. In 3 links lang. Über Kuppe. In 3 rechts lang. Macht auf. Also die kann man auch super in den Drift bringen, die R5-Fahrzeuge, wenn man die einfach beim Einlenken ein wenig anbremst. Ich weiß nicht, ob ihr hin und wieder mal auf meine Pedalcam guckt, aber da müsstet ihr das eigentlich ganz gut sehen können. Die Handbremse braucht man nämlich mit dem hier eigentlich gar nicht so sehr. In der nächsten Kurve nehme ich die Handbremse immer, wobei ich sie auch, glaube ich, hier kaum bräuchte. Aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher, weil manchmal wollen sie dann doch nicht so ganz mit dem Heck ausbrechen, wie man das möchte. Anders als bei den Heckantriebfahrzeugen, die wollen immer viel mehr ausbrechen, als man das eigentlich möchte. Du kennst das mittlerweile, Story of my life. In 2 rechts, macht zu durch Gatter eng, macht auf über Kuppe. In 6 links, in 6 rechts über Wellen maybe. In 6 links, in 5 rechts lang, macht zu. So, hier wieder schön vorsichtig, dass nichts passiert. In 6 links lang, macht zu 5, über Kuppe, 80. 6 links, mittig halten, über Kuppe, 30. 6 rechts, 30. Sprung, in 4 links, macht zu 3, durch Tor, eng. 60, über Sprung und Wellen. 2 rechts, macht zu. In 3 links, macht auf, don't cut, durch Gatter, 50, voll mittig übersprungen, 80 Asphalt, 4 rechts, macht zu, Schotter, in 4 links, macht zu, da hätten wir ruhig ein bisschen schneller sein können. In 4 rechts, macht zu, in 3 links, in 4 rechts, über Kuppe, in 5 links, in 5 rechts, über Kuppe, in 4 links übersprungen, macht zu 3. In 3 rechts über Kuppe lang, macht zu 2. In links Abzweig, macht auf. In 6 rechts über Kuppe. Oh, ein bisschen driften für die Show. Zum Stopp. Ohne 3,9. Gar nicht mal so viel an meiner Bestzeit vorbei. Und das, obwohl ich wirklich an dem einen Stück sehr vorsichtig gefahren bin. Nicht schlecht, Herr Specht. Das kann man sich ruhig mal geben. So, ihr kennt das Spiel. Ich blende mich aus. Wir sehen uns zum nächsten Fahrzeug in der Division wieder. Genießt das Replay. Bis gleich.
Und da sind wir auch schon wieder zurück im Menü mit Fahrzeug Nummer 3 aus dieser Division. Und jetzt haben wir hier den Mitsubishi Space Star R5. Wir machen das jetzt wirklich ganz, ganz kurz. Auf die Daten gehe ich überhaupt nicht weiter ein, weil das sind haargenau die gleichen wie bei den anderen Fahrzeugen. Aufs Baujahr könnte ich eingehen. Der ist von 2015 und wir gehen direkt wieder rein. So, das ist jetzt für mich Premiere. Denn ich bin mit diesem Fahrzeug tatsächlich noch nie gefahren. Noch nicht ein einziges Mal. Weder in der Karriere noch sonst irgendwo. Also wird das für mich jetzt genauso neu und interessant wie auch für euch. So, Geist stellen wir mal wieder aus. Setup bleibt das gleiche. Kennen wir schon. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt. Er klingt auf jeden Fall auch gar nicht mal so schlecht. Mal schauen. 5, 4, 3, 2, 1, los. 60, 3 rechts, mach zu, 2 rechts. Ich erwarte jetzt hier natürlich nicht so die himmelweiten Unterschiede zu den anderen beiden Fahrzeugen, denn R5 bleibt nur mal R5. Auf über Kuppe. In 6 links, in voll mittig über Kuppe. 30. Oh, aber schön spritzig auf jeden Fall. Jedenfalls, was das. Was die Beschleunigung angeht. Macht auf. In voll rechts über Kuppe. In 6 links. In 5 rechts. Auf Kuppe. In 4 links lang. Macht zu 3. Macht auf über Kuppe. 30. 5 links. In voll rechts. Übersprung maybe. 30. 6 rechts. In 5 links lang. Macht auf über Kuppe. In 4 rechts lang. Macht zu. Überkreuzung gerade. In 3 links lang. Über Kuppe. In 3 rechts lang, macht auf. Ja, da ist, glaube ich, wieder 50, etwas kürzer übersetzt. Er kommt schneller im dritten Gang. 6 rechts lang, auf Kuppe, in Don't Cut, 3 links lang. In 3 rechts, in Achtung. Oh, der Turbo links, hört sich extrem Kuppe, geil an bei dem, oder vielmehr das Blow-Off-Ventil. Macht auf über Kuppe, 30. 5 links lang, macht zu. Voll mittig, Übersprung, maybe, 30, 4 rechts, macht zu. Oh, lässt sich wirklich sehr gut fahren, kann man nichts gegen sagen. In Achtung, 2 rechts, macht zu, don't cut, in 6 links. In 2 rechts, macht zu, durch Gatter eng, macht auf über Kuppe. In 6 links, in 6 rechts, über Welle, maybe. In 6 links, in 5 rechts lang, macht zu. Hier wieder schön, ne? Ihr wisst es. Bisschen Piano. Macht zu 5 über Kuppe, 80. 6 links, mittig halten über Kuppe, 30. 6 rechts, 30. Sprung in 4 links, macht zu 3. Ja, einen kurzen Flatout gehabt. 60, Übersprung und Wellen. 2 rechts, macht zu. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erklärt habe, für die nicht wissen, was Flatout bedeutet. Flatout bedeutet einfach im letzten Gang bis in der Begrenzer, also Höchstgeschwindigkeit. 4 rechts macht zu Schotter. In 4 links macht zu über Kuppe. In 4 rechts macht zu. In 3 links. In 4 rechts. Ah, wir bleiben mal im vierten. In 5 links. In 5 rechts über Kuppe. In 4 links Übersprung macht zu 3. In 3 rechts, über Kuppe lang, macht zu 2. In links abzweigen, die Kurve macht er jetzt nicht so. In 6 rechts, über Kuppe, über Ziel, zum Stopp. Ey, wer hätte das gedacht? Der Wagen ist gut, verdammt nochmal. Neue Bestzeit mit dem kleinen Kerl. Ich bin begeistert. Da müssen wir nachher, wenn wir alle durch haben, müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wie es in der Bestenliste aussieht. Da werde ich natürlich Welten von den oberen entfernt sein. Aber egal, ich bin immer zufrieden, wenn ich mich verbessere. Und wenn es nur eine Sekunde ist, ja. Man muss sich auch über die kleinen Dinge im Leben freuen. Wisst ihr Bescheid. So, genießt das Replay. Ich blende mich aus und wir sehen uns zum nächsten Fahrzeug in dieser Division wieder. Also, bis gleich. Mm-hmm.
Und da sind wir auch schon wieder zurück im Menü. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Mir ist es gerade aufgefallen, als ich mir das Replay angeschaut habe. Wenn ihr es nicht gehört habt, dann spult gern nochmal zurück. An der Stelle, wo ich von dem huckeligen Stück, also kurz nach dem Flatout, wieder anbremse auf die Kurve durch das Gatter, da hat er so heftig geknallt aus dem Auspuff. Das hört sich mal richtig geil an. Wenn ihr es verpasst habt, dann spult nachher auf jeden Fall nochmal zurück und guckt euch das nochmal an. Ich bin auch immer noch ganz geflasht von dem kleinen Mitsubishi. Mega, mega gut. Nichtsdestotrotz machen wir weiter mit dem nächsten Fahrzeug in dieser Division, nämlich dem Skoda Fabia R5. Diesen Kollegen und auch den Peugeot T16, die habe ich tatsächlich schon mehrere Male live in Action gesehen, also im Real Life. Wenn ihr noch niemals eine Rallye im Real Life gesehen habt, dann gebt euch das auf jeden Fall. Dieses Spektakel muss man mal erlebt haben. Gut, ich bin natürlich in der guten Position, glücklicherweise, dass bei mir fast vor der Haustür jedes Jahr eine Rallye stattfindet und ich da auch seit 2011 jedes Jahr mit meinem Kumpel zusammen hinfahre. Gut, schon wieder viel zu viel gelabert. Zu den Daten muss ich mal wieder nicht viel sagen, sind im Prinzip die gleichen wie auch bei den anderen Fahrzeugen. Nur das Baujahr hat sich hier geändert. Das ist der bislang neueste aus der Division, nämlich von 2018. Also, wir gehen wieder zurück auf die Strecke, denn ich bin schon ganz heiß auf die nächste Runde. Also, das ist wieder so ein Video, das R5-Video, das macht richtig, richtig Spaß zu fahren. Und da hoffe ich natürlich auch, dass euch das genauso viel Spaß macht, zuzuschauen. Das wäre natürlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Gut, 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 gut. Wir machen weiter. 5, 4, 3, 2, 1, los. 60, 3 rechts, mach zu, 2 rechts. In 1 links. Macht auf. In 2 rechts, macht auf über Kuppe. In 6 links, in voll mittig über Kuppe, 30. Ja, der ist sehr schnell im Begrenzer. Er ist kurz übersetzt. Ziemlich kurz sogar. Und geht hier schon fast in der Begrenzer vom vierten. In 6 links, in 5 rechts. Auf Kuppe, in 4 links lang, macht zu 3. Macht auf über Kuppe, 30, 5 links, in voll rechts über Kuppe. Bisschen scheiße eingelenkt gerade, macht aber nichts. Rechts, in 5 links lang, macht auf über Kuppe. Lang macht zu, über Kreuzung gerade, in 3 links lang, über Kuppe, in 3 rechts lang, macht auf, 40, 6 rechts lang, auf Kuppe, in Don't Cut, 3 links lang. Den Fabia werden einige von euch sicher schon aus meinen Dirt Rally Training Streams kennen, für die World Series. Denn auf der vorletzten Strecke mussten wir R5 fahren. Da habe ich die ja so ein bisschen durchgetestet. Voll mittig übersprungen, maybe 30. 4 rechts, mach zu. In 3 links, über Kuppe, mach zu. In Achtung, 2 rechts, mach zu. Don't cut. In 6 links. In 2 rechts, mach zu. Durch Gatter eng. Macht auf über Kuppe. In 6 links, in 6 rechts über Bell and Maybe. In 6 links, in 5 rechts lang, mach zu. Ah, nicht ganz so schnell, in Kollege. In 6 links lang, mach zu 5 über Kuppe, 80. 6 links, mittig halten über Kuppe, 30. 6 rechts, 30, Sprung. In 4 links, mach zu 3. Und auch hier wieder einen kleinen Flatout. 60, übersprungen und Wellen. 2 rechts, macht zu. In 3 links, macht auf. Don't cut. Durch Gatter. 50. Voll mittig übersprungen. 80 Asphalt. 4 rechts, macht zu. Schotter. In 4 links, macht zu. Über Kuppe. In 4 rechts, macht zu. In 3 links. In 4 rechts, über Kuppe. In 5 links, in 5 rechts über Kuppe, in 4 links übersprungen, macht zu 3.
in 3 rechts über Kuppelan, Macht zu 2. In links Abzweig, Macht auf in 6 rechts über Kuppe, über Ziel zum Stock. Zack. 3, 4, was? Was? Was ist denn da gerade passiert? Da waren wir noch mal knappe 3 Sekunden schneller als mit dem Mitsubishi. Jetzt falle ich aber hier gleich vom Stuhl, ey. Gibt's ja gar nicht. Leute, wir werden besser und besser. Wer hätte es gedacht? Das sind gar nicht die Autos. Das bin ich. Ich werde besser. Ha! Kleiner Scherz am Rande. Jutti, alles klar. Genießt das Replay, würde ich sagen. Wir sehen uns im Menü wieder zum nächsten Fahrzeug. Also, bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück im Menü mit dem nächsten Fahrzeug. Wir haben hier den Citroën C3 R5. So, der hat tatsächlich, man mag es kaum glauben, 2 PS mehr als alle anderen bislang. Wiegt das gleiche, hat 2 Kubik weniger als 1,6, bla bla bla. 4 Zylinder, ebenfalls das sequenzielle 5-Gang-Getriebe und der ist genauso wie auch schon der Skoda Fabia von 2018. Nicht lang rumschnacken, sondern direkt wieder auf die Strecke. Nicht, dass wir hier noch abkühlen und uns wieder neu warm fahren müssen. Das wollen wir nicht. So, das alte Spiel nervt auch auf Dauer ein bisschen. Geist aus. 3-4, ich kann es gar nicht glauben. Ah, wir gucken nachher mal rein, wie das in der besten Liste aussieht. Aber ganz so gut wird es nicht aussehen. 100 Pro nicht. Erstmal, weil es ein Stock-Setup ist und
Weil ich ja auch sehr vorsichtig fahre eigentlich. Aber vielleicht machen wir nochmal eine Rekordjagd auf dieser Strecke. Das wäre eigentlich mal ganz interessant. Irgendwann mal. 5, 4, 3, 2, 1, los. 60, ja, klingt auch im Begrenzer sehr gut, der Junge. Rechts. In 1, links. Macht auf. In 2, rechts. Macht auf über Kuppe. In 6, links. In vollen Mitte. Wow, sehr agil. 30, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Über Kuppe. 30, bin ja überhaupt kein Citroën-Fan oder, naja, ich will niemandem zu nahe treten, aber ich bin überhaupt kein Fan französischer Autos eigentlich. In 5 rechts. Auf Kuppe, in 4 links lang, macht zu 3. Mein Herz gehört den Japanern. Auch deutsche Autos mag ich eigentlich nicht so. In voll rechts, Übersprung maybe, 30, 6 rechts, in 5 links lang, macht auf, über Kuppe, in 4 rechts lang, macht zu, über Kreuzung gerade. In 3 links lang, über Kuppe. In 3 rechts lang, macht auf. Oh, den kann man auf jeden Fall schön quälen, den Kleinen. 6 rechts lang, auf Kuppe. In Don't Cut, 3 links lang. In 3 rechts. In Achtung, 5 links, über Kuppe. In 2 rechts. Kann man ein bisschen weit raus beim Beschleunigen. Macht auf, über Kuppe. 30. Links lang, mach zu. Voll mittig, Übersprung, maybe. 30, 4 rechts, mach zu. In 3 links, über Kuppe, mach zu. In Achtung, 2 rechts, mach zu. Don't cut, in 6 links. In 2 rechts, mach zu, durch Gatter eng. Macht auf, über Kuppe. In 6 links, in 6 rechts, über Wellen, maybe. In 6 links, in 5 rechts lang, mach zu. In 6 links lang, mach zu 5, über Kuppe, 80. 6 links, mittig halten, über Kuppe, 30. 6 rechts, 30, Sprung. In 4 links, mach zu 3, durch Tor, eng. 60, über Sprung und Wellen. 2 rechts, mach zu. In 3 links, macht auf, don't cut, durch Gatter, 50, voll mittig, Übersprung, 80, Asphalt, 4 rechts, macht zu, Schotter, in 4 links, macht zu, über Kuppe, in 4 rechts, macht zu, in 3 links, nein, in 4 rechts, über Kuppe, in 5 links, in 5 rechts, über Kuppe, in 4 links übersprungen, macht zu 3. In 3 rechts über Kuppe lang, macht zu 2. In links Abzweig, macht auf. In 6 rechts über Kuppe, über Ziel zum Stopp. Oh, auch eine 3-4. Ich glaube, das war sogar nochmal. Jo, nochmal eine neue schnellste Runde. Ey Leute, was ist los? Ich bin verhext. Ey, mega geiles Video. Eine Bestzeit jagt hier die andere. Ah, ich bin begeistert. Heute macht das Aufnehmen für euch mal richtig Spaß. Ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. Okay, alles klar. Gebt euch das Replay noch. Wir sehen uns im Menü wieder zum nächsten Video. Zum nächsten Fahrzeug. Ich werde das Replay auf jeden Fall genießen. Also, bis gleich. Thank you.
Und da sind wir auch schon wieder zurück im Menü. Ich hoffe, ihr hattet Spaß im Replay. Ich hatte jede Menge Spaß. Wir sind zurück mit dem vorletzten Fahrzeug dieser Division, nämlich meinem bisherigen Liebling, dem Polo GTI R5. Der hat ganze 10 PS weniger als der C3, den wir gerade hatten. Und ich weiß nicht, wir sind ein paar so geile Runden gefahren in diesem Video, dass ich vielleicht das mit dem Lieblingsauto dieser Division nochmal überdenken sollte. Also mal gucken, wie wir uns gleich mit dem Polo auf der Strecke schlagen. Der ist übrigens von 2018, genauso wie der Citroën auch. Aber ich bin sehr gespannt, ob ich an die Zeiten nochmal rankomme. Schwer. Ich meine, klar, ne? Man müsste nur genug mit dieser Division oder dem passenden Fahrzeug auf dieser Strecke üben, dann tastet man sich da irgendwann schon ran. Aber, also der Citroën, der war schon eine Hausnummer. Also der ließ sich wirklich sehr, sehr gut fahren. Sehr, sehr gut. Wir werden auch auf jeden Fall nachher mal reingucken, welches Auto hier auf dieser Strecke den Rundenrekord hält. 5, 4, 3, 2, 1, los. 60, 3 rechts, mach zu, 2 rechts. In 1 links, macht auf. In 2 rechts, macht auf über Kuppe. In 6 links, in voll mittig über Kuppe, 30, 5 links über Kuppe, 30, senke in 5 rechts extra lang, macht zu 4 über Kuppe, macht auf, in voll rechts über Kuppe. Ja, kann man ein bisschen links, weit raus gerade. In 5 rechts, auf Kuppe, in 4 links lang, macht zu 3, macht auf über Kuppe, 30, na. 5 links. Das wird auf jeden Fall schon mal keine Bestzeit mehr. Also da müsste jetzt schon ein Wunder passieren, dass das noch Bestzeit wird. In 4 rechts lang, macht zu, über Kreuzung gerade. In 3 links lang, über Kuppe. In 3 rechts lang, macht auf. 40. 6 rechts lang, auf Kuppe. In Don't Cut, 3 links lang. In 3 rechts, in Achtung. 5 links über Kuppe, in 2 rechts, macht zu. Macht auf über Kuppe, 30. 5 links lang, macht zu. Voll mittig, Übersprung, maybe, 30. 4 rechts, macht zu. In 3 links über Kuppe, macht zu. In Achtung, 2 rechts, macht zu. Don't cut, in 6 links. In 2 rechts, macht zu durch Gatter eng, macht auf über Kuppe, in 6 links, in 6 rechts über Wellen maybe, in 6 links, in 5 rechts lang, macht zu, Vorsicht, in 6 links lang, macht zu 5 über Kuppe, da ist wieder die Kurve, die ich schon immer gehasst habe, okay, wir waren zwischenzeitlich tatsächlich schneller, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Jetzt können wir es ganz entspannt angehen, weil das hat sich eh erledigt. Ja, eigentlich, wieso mache ich das überhaupt? Wieso versuche ich hier schon wieder Bestzeit zu fahren? Das wollte ich doch gar nicht. Aber da seht ihr mal wieder, der Ehrgeiz, ne? Das ist, ich kann nicht anders. Aber was wäre ich für ein Racer, wenn ich anders könnte, ne? Kein sehr ehrgeiziger auf jeden Fall. In 5 links, in 5 rechts über Kuppe, in 4 links übersprung, macht zu 3, in 3 rechts über Kuppe lang, macht zu 2, in links Abzweig, macht auf, in 6 rechts über Kuppe, über Ziel zum Stopp. Eine 3,11 und das trotz eines heftigen Drehers, also... Ihr seht schon, ich bin durchaus in der Lage, mit dem Fahrzeug richtig, richtig gut zu fahren. Ich glaube, ich werde auch meine Meinung nicht ändern. Mir gefällt der Polo einfach echt am besten. Muss ich leider so zugeben. Wahrscheinlich auch nur, weil es außer dem kleinen Mitsubishi keinen anderen Japaner in dieser Division gibt. Aber, naja, okay. Gut, zieht euch das
Replay noch rein, das einzige bislang, in dem wir den groben Schnitzer gemacht haben. Und dann sehen wir uns gleich im Menü wieder zum letzten Fahrzeug dieser Division. Also, bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück im Menü mit dem letzten Fahrzeug dieses Videos. Oh nein, schon vorbei. Es ging irgendwie sehr, sehr schnell. Also gefühlt hat das jetzt gar nicht lange gedauert, das Video für euch zu machen. Aber egal, jetzt kommen wir zu dem Fahrzeug, den ich eigentlich von allen am allerwenigsten mag, wegen dem Fahrverhalten. Es ist der neueste, der kam vor kurzem erst ins Spiel rein. Baujahr 2019, hat aber die meiste Leistung. Wir haben jetzt 290 PS. Ebenfalls 1230 Kilo, 1,6er Maschine mit 4 Zylindern und das sequentielle 5-Gang-Getriebe. Ich will da gar nicht so viel drüber erzählen jetzt über das Fahrzeug, weil sonst fange ich nur wieder an zu lästern, weil wie gesagt, ich mag ihn eigentlich nicht. Aber naja, wenn ich euch alle Fahrzeuge dieser Division oder dieses Spiels vorstellen möchte, dann komme ich halt auch um den nicht drum rum. Ich meine, es ist jetzt natürlich nicht so mein Hassfahrzeug schlechthin. Da gibt es andere, tatsächlich. Die haben Heckantrieb. Ihr wisst das mittlerweile, glaube ich. Naja, lassen wir das. Wir werden Spaß haben, genauso wie mit den anderen Fahrzeugen auch. Ich meine, er hat auf jeden Fall einen geilen Klang und so, ja.
Und er ist auch schnell. Also es gibt ja einen Grund, warum mit dem gerade sämtliche Rekorde gebrochen werden. Aber ich weiß nicht. Das Fahrverhalten gefällt mir einfach nicht. Ist Geschmackssache, denke ich. In voll rechts über Kuppe, in 6 links, in 5 rechts, auf Kuppe, in 4 links lang, macht zu 3. Macht auf über Kuppe, 30, 5 links, in voll rechts, Übersprung maybe, 30, 6 rechts, in 5 links lang, macht auf. Und er ist, der einzige Vorteil, den er hat, er ist um einiges weicher gefedert als die anderen, ne? Also lässt sich gerade über Bodenwellen und so, ist das schon nicht so verkehrt, weil er halt nicht so viel verreißt, wenn er mit den Rädern wieder den Boden berührt. In 3 rechts, in Achtung, 5 links über Kuppe, in 2 rechts, macht zu. Macht auf über Kuppe, 30. 5 links lang, macht zu. Voll mittig, Übersprung maybe, 30, 4 rechts, macht zu, in 3 links, über Kuppe, macht zu, in Achtung, 2 rechts, macht zu, don't cut, in 6 links, in 2 rechts, macht zu, durch Gattereng, macht auf, über Kuppe, in 6 links, in 6 rechts, über Wellen maybe, in 6 links, in 5 rechts lang, macht zu. In 6 links lang. Ja, hier, das, also das Stück, das 80, das Stück, das nimmt das schon gut. Das muss man ihm lassen. Links, mittig halten, über Kuppe. 30, 6 rechts, 30, Sprung. In 4 links, macht zu 3, durch Tor, eng. 60, Übersprung und Wellen. Ui, komm da weg. Glück gehabt. 2 rechts, macht zu. Fast das Gatter mitgenommen. In 3 links, macht auf, don't cut, durch Gatter, 50, voll mittig, Übersprung. Asphalt, 4 rechts, macht zu, Schotter, in 4 links, macht zu, über Kuppe, in 4 rechts, macht zu, in 3 nein, links, nein. Dieser Kackzaun, ne? In 4 rechts, über Kuppe, in 5 links, in 5 rechts, über Kuppe, in 4 links, Übersprung, macht zu, 3, in 3 rechts, über Kuppe lang, macht zu 2. In Linksabzweig, macht auf. In 6 rechts über Kuppe, über Ziel zum Stopp. Naja, eine 3-5. Eine 3-5. Gar nicht mal schlecht. Wir hatten so ein paar kleine Rempler und Ruckler drin, aber ist durchaus ein Bestzeitkandidat, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist das ein Bestzeitkandidat. Aber ihr habt's gemerkt. Ich habe immer so leichte Probleme, den bei schnellerer Fahrt in der Spur zu halten, so wie ich ihn gern hätte. Da gefallen mir die anderen ganz einfach besser. Aber ich sag's nochmal, es ist keine Diskriminierung dieses Autos, denn der ist gut. Der ist definitiv gut. Und ich, also mich würd's jetzt wundern, mich würd's wundern, wenn der nicht aktuell die Bestzeit auf der Strecke hält. So, und da das ja auch das letzte Fahrzeug für dieses Video war, gucken wir einmal eben ganz schnell in die Bestenliste. Guck mal, Platz 462. Ich meine, ihr seht's rechts an dem Balken. Ey, ich bin immer noch, also ich bin im oberen Drittel unterwegs. Das reicht mir vollkommen. Das ist alles cool. Upsi. Solltet ihr gar nicht sehen, wie Rifterkor auf der Strecke abgeschnitten hat. So, was haben wir da? Oh, leck mich am Arsch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. 247 ist der Weltrekord auf dieser Strecke. Und gefahren, die Top 4 fahren mal eben alle mit dem Mitsubishi Space Star R5. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Polo auf Platz 5 und erst auf Platz 8 kommt der erste Fiesta MK2. Wer hätte es gedacht? Hätte ich so überhaupt nicht erwartet. Auch mich kann man immer wieder überraschen. Oh, ich hasse es, ne? Dieses... Hallo, Codemasters. Fix das mal bitte, dass man das Replay zurückskippen kann. Ist ja widerlich, wirklich. Gut, alles klar. Das war das letzte Fahrzeug dieses Videos.
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ganz wichtig, würde mich sehr unterstützen. Wenn ihr meinen Kanal bislang noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich gerne jederzeit kostenfrei erledigen. Und ja, dann hoffe ich, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Zieht euch das Replay noch rein. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Fatso.